Okay, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um anzufangen. Willkommen zu einer Runde PV Pro. Ja, was kann ich sagen? Ich habe gerade Bio-LK geschrieben. Danke an Lynn, die mir mit den Bienchen und Blümchen geschrieben hat. Uff, glaube ich, weiß, warum das Anti-Cheat bei ihm sagt, dass er rejoinen soll. So, nächste Runde. Hat ja nur 20 Minuten gedauert. Falls ich irgendwie komplett Nonsens laber, kann das einfach was damit zu tun haben, dass ich gerade 3 Stunden Bio-Klausur geschrieben habe und ich das Gefühl habe, dass mein Gehirn nicht mehr funktioniert. Das könnte irgendwie was damit zu tun haben, also, ne? Der Typ ist nicht schlecht, das muss ich ihm lassen. Und ich bin vor allem uneingespielt gerade, das macht auch noch viel weg. Da können wir mal drüber reden, dass ich drauf war, aber never mind. Oh mein Gott, ich... Ja, die Runde ist ganz okay. Ich habe auch eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Ich habe den Gamescom-Vlog angefangen zu schneiden. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür noch brauchen werde, weil ich halt einen Haufen Gesichter von Leuten, die sagen, dass sie nicht zu sehen sein wollen. You know what I mean? Dass ich einen Haufen Gesichter von denen einfach die ganze Zeit wegtracken muss, halt irgendwas drauftracken. Und ich habe noch nicht wirklich rausgefunden, wie das im Final Cut mit diesem Auto-Tracking in Motion funktioniert. Mit anderen Worten, ich darf das alles per Hand tracken. Ja, das war ein netter One-Tap. Uff. Vielleicht nicht raustappen beim Zocken? Ich bin natürlich kein Experte, aber ich habe mal gehört, dass es helfen soll, wenn man beim Zocken nicht raustappt. Ja, das ist doch ein... Okay, ich nehme alles, was Witz an Witz zurück. Alles klar. Ich freue mich deutlich mehr auf meine Geschichtsklausur und auch auf die freue ich mich nicht. Aber Geschichte wird sogar lustig, weil ich Geschichte kann ich halt einfach. Es gibt Leute, die sagen, dass ich das besser könnte als mein Lehrer. Und ja, ich glaube, das sagt schon eigentlich viel aus. Und by the way, nein, ich gehöre nicht zu den Leuten, die das behaupten. Ich bin nicht ganz so eingebildet. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, mal ein bisschen reinzuspitzen. So, damit hast du nicht gerechnet mit dem Engel, ne? Ich glaube, ich muss viel mehr gegen den Typen reinaggressen. Uff. Okay, komm. Eine Runde noch. Ich werde nicht auf Overtime gehen. Darauf lasse ich mich nicht runterspielen. Außer der Typ ist spinbottet jetzt, dann habe ich wahrscheinlich nicht allzu viel Auswahlmöglichkeit. GG, well played. So Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch liebend gerne ein Like, Kommi, Abo, etc. da. Schaut gerne auf meinem Twitch vorbei, das streame ich im Moment 2, 3, 4 Mal die Woche ungefähr. Bis dahin, ciao.